Für mich ist Hildegard Burian so eine Frau, die teilweise auch unbequeme Wege gegangen ist. Da finde ich mich auch manchmal wieder. Bei ihren Managementaufgaben leitet sie ein Gedanke Hildegard Burians. Mit Geld und Kleinigkeiten ist einem Menschen nicht geholfen. Man muss ihn wieder auf die Füße stellen und die Überzeugung geben, ich bin jemand und kann etwas leisten. Sondern diese Öffnung nach außen hin, ja. Und es war zur damaligen Zeit einfach ungewöhnlich. Hildegard Burian ist die Gründerin der Caritas Socialis. Und wir sind ja hier im CS-Pflege- und Sozialzentrum Rennweg der Caritas Socialis. Was mich auch immer so fasziniert ist, wenn ich die Hände sehe, die schon so viele Jahre gearbeitet und gewerkt haben und dann wirklich so kleine, feine Sachen zustande bringen. Liebe Gottesdienstgemeinde, du Herr, leitest mich und schenkst mir deine von Eduard Spörk. Er ist Stiftungsvorstand der Caritas Socialis Stiftung. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Brigitte Fink, sie nimmt die Leistungen des Tageszentrums der Caritas Socialis in Anspruch. Für alle Menschen, die von der Caritas Socialis begleitet und unterstützt werden. Es sind zwei symbolische Gaben, die hier nach vorne zum Altar gebracht werden. Einmal eine Kleinkinderwaage aus Brasilien, die aus der Praxis der Arbeit der Caritas Socialis Schwestern kommt. Und ein Hebegurt, wie er im CS-Hospiz Rennweg verwendet wird, um Patienten aus der Badewanne zu heben.